Wop, 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 an Pyeongchang-Style. Annyeong Hasiyoi aus Korea an alle Fans des Team Deutschlands. Euer Fanreporter ist am Start. Die letzten zwei Tage haben wir schon richtig was erlebt. Ich stehe gerade vor dem Deutschen Haus, wo heute Tag 3 anbricht. Ich bin für euch wieder ganz nah dran. Hi, liebe Fans. Nein, wir sind nicht etwa schon am Flughafen. Ich hau nicht schon ab nach Deutschland. Wir sind im Deutschen Haus und auch der Fanreporter muss den Sicherheitscheck durchlaufen. Ist klar. Dem Fanreporter ist natürlich immer wichtig, nach den Fans zu fragen, für die Fans zu fragen. Hast du Fans in der Heimat? Was meinst du, wer sind deine größten Fans? Eindeutig meine Familie. Die sind ja auch vor Ort. Aber die sind mit dir hergereist? Ja, die sind tatsächlich hinterher geflogen. Also meine Eltern und meine Großeltern. Und die sitzen auch gerade beim Essen und lassen sich's gut gehen. Sehr gut. War das eine Überraschung, dass die hinterher geflogen sind, oder wusstest du das? Na, am Anfang war es schon eine Überraschung. Wo sie es mir gesagt haben, habe ich gedacht, die wollen mich verarschen. Aber echt cool. Es ist ganz toll, die dabei zu haben. Glaube ich, man fliegt nicht mehr eben nach Südkorea. Und zu Hause bei dir in deiner Heimat, ist da auch was los? Bestimmt, oder? Da wirst du doch auch jede Menge Fans haben. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es tatsächlich sehr viele, die mir die Daumen drücken. Mein Vati hat direkt eine WhatsApp-Gruppe erstellt, wo er immer Bilder reinstellt und so für alle die informiert werden wollen. Und auch aus meinem Heimatverein, mein Freund und meine Familie, die natürlich auch da zu Hause sitzt und mitfiebert. Ey, wenn dein Vati eine WhatsApp-Gruppe hat, dann machen wir auch jetzt noch ein Selfie, dass dein Vati dann vielleicht, wenn er Lust hat, in die WhatsApp-Gruppe stellen kann, ja, mit dem Fanreporter. Ja. Super, das schicke ich dir dann. Also. Der Fanreporter arbeitet an seiner Fitness, ihr wisst es. Und wenn einer weiß, wie Fitness geht, dann ist es Marcel Gotsch, der Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Den habe ich mir geschnappt. Hier unten im Deutschen Haus ist ein kleines Fitnessstudio. Und ich bitte dich, Marcel, zeig mir mal was. Ein paar Übungen, die ihr speziell macht. Mach mich warm, mach mich fit. Okay. Vorne, guckst, dass die Stange an deinem so nah wie möglich am Schienbein bleibt und dann wieder kontrolliert hoch. Sehr schön. Ja, sehr gut. Jawohl. 1001, 1002. Ich würde sagen, wir haben dich fit gemacht. Hey! 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 Du bist toll! Du bist toll! Du bist toll! Du bist toll! Benedikt Doll im Deutschen Haus. Am dritten Tag hast wieder Medaillen geregnet. Benedikt Doll bei mir, Bronzemedaille. Wir haben uns kennengelernt in München bei der Einkleidung. Wie geht's dir? Sag mir ein Wort, einen Satz. Wie geht's dir mit der Bronze heute? Ja, Kindheitstraum geht in Erfüllung und es hat sich gelohnt, hierher zu fliegen. Katharina Althaus, Silber ist sicher. Sie ist aktuell an erster Stelle, nur noch eine Springerin. Silber ist sicher für Katharina Althaus. Wuhu! Katharina, ich schenke dir einen Telemark. Aber das haben wir natürlich sofort Bescheid, wenn es zu weit ist. Yes, 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 yes. Hey, 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 hey. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Silbernen in Sochi. Vor 4 Jahren war es der 23. Jetzt ist es 2018, ist es der 2. Wie soll das weitergehen? Ja, weiß nicht. Ich freue mich jetzt einfach nur, dass ich hier Silber gemacht habe. Wie es dann weitergeht, schauen wir. Was passiert im Moment, in diesem Moment in deiner Heimat? Was ist los zu Hause? Ja, zu Hause haben sich alle bei uns in der Küche versammelt. Die feiern riesig und ja, mega cool. Ey, feier du auch schön heute Abend. Ich gratuliere sie. Wir freuen uns alle mit dir. Hau rein. Danke. Ein ganzer Satz Medaillen am heutigen Tag, am 3. Bronze, Silber und Gold. Hab ich nie gewollt. Hab ich immer gewollt. Natürlich, da singen sie es schon. Leute, Wahnsinn, was ein weiterer Tag im Deutschen Haus. Ciao.